So, damit willkommen zurück bei Dark Souls 2 und dem Hexer. Schade, schade. Ich hätte gerne gesehen, was da das letzte Mal los war bei dem Lindwurm, Drachen, irgendwas, Drake, keine Ahnung. Naja, wir entzünden einfach mal die Fackel, weil es hier was zu entzünden gibt. Hab mich noch nicht ans Feuer gesetzt. Aber wir wollen noch mal schauen. Da drüben hat es zum Beispiel noch Ebbes. Das nehmen wir einfach mal mit. Na komm. Große Seele sind 3000, glaube ich. Ich meine. So. Was haben wir denn ausgewählt? Oh, wir haben noch 11 große. Da haben wir 2 Schuss gebraucht. Ich meine. Ja, natürlich. Gut. Ein Menschenbild. Jo, das werden wir wahrscheinlich. Und da verschwinden die Leichen wieder. Gut, dass wir den Zauber wieder tot haben. Und der jetzt so richtig viel bringt. Ja, ich muss sowieso gleich nochmal hoch, nehme ich an. Ah, schön, dass er nochmal nachladen muss. Die komplette Animation durchgehen. Jetzt mal überlegen. Wir könnten auch versuchen, irgendwie auf die 28.000 zu kommen und uns dann den Intelligenzring da hinten zu holen. Auf jeden Fall möchte ich mal versuchen, die... Oder am besten nicht draufhauen. Das lässt mich dann einen hübschen Schlag. Genau, die... Fackel zumindest hier drin mal anzünden. Gut. Bringt jetzt natürlich erstmal nicht so extrem viel oder überhaupt. Was war das? Naja, gut, das hätten wir hier machen können, aber ist wurscht. Gedrehte Seele, naja. Was war das nochmal? Verlängert die Zaubereffekte. Haben wir irgendwas, was eine Weile hält? Ich weiß nicht, ob das auch bei Hexereien gilt, wenn wir haben einen... Was haben wir denn? Das mit der Lebensenergie haben wir. Die Waffen haben wir. Ja, eigentlich kann man das schon machen. Ja, auf, dann haben wir ihn. Dann machen wir gar nicht lange rum. Stellt Trefferpunkt und Zaubereinsätze wieder her. Ich hoffe doch, dass es einige sind. Ja, Hexereien würde ich sagen, sparen wir uns, obwohl... Flammenschneise und lauernde Flamme. Erzeugt einen statischen Feuerball, der explodiert, wenn sich Gegner nähern. Oh, eine Art Booby Trap. Das heißt, wir legen eine Falle aus und wer reinläuft, kriegt eine gewischt. Das klingt eigentlich verlockend. Und hiermit können wir unser Schild aufpolieren. Starker Zauberschild. Können wir auch zaubern? Mhm. Naja. Im Grunde genommen spielt es ja keine Rolle. Wir könnten eigentlich auch, ja, auf jeden Fall haben wir jetzt breiteres Spektrum. Wir können also jederzeit irgendwas benutzen, falls wir es brauchen. Falls wir merken, oh, die hauen uns immer das Schild kaputt. Dann haben wir jetzt die Lösung. Und da fliegen wieder Leichen durch die Gegend. Eigentlich müsste man sich wieder ins Feuer setzen, aber da sind die ganzen Affen wieder da. Egal, machen wir trotzdem. Wir werden aber... Die, genau, finstere Kugel verwenden. Obwohl die jetzt auf einen Schlag umgeholzt. Die finstere Kugel auch? Ich weiß es nicht mehr. So, dann nehmen wir die mal spaßhalber raus. Einfach nur, damit wir uns konzentrieren können. Jetzt haben wir zweimal die Feuerkugel, Quatsch, die finstere Kugel und einmal die. Haben wir den nicht doppelt? Ach so, die braucht auch. Ah, die brauchen 2, okay. Gut, jetzt haben wir einfach 4 davon. Ja, 2 davon und 2 davon. Anwendungstechnisch, ja, dürfte sie auf jeden Fall. Finsterhagel. Okay, das war keine gute Idee, jedem etwas zu verpassen. Wir konzentrieren uns auf einzelne. Oh. Ah, genau, die haben wir auch noch. Wir schießen zurück. Gut, dann gibt es jetzt das große Scharfschützenduell.
Nicht wegducken. Keine Chance. Eigentlich müssen wir das noch ein paar Mal machen, dass hier endlich Ruhe ist, aber... Finstere Kugel, mein, was? Finstere Kugel und... Finsterer Hagel und finstere... Okay. Jetzt habe ich gerade gedacht, wir hätten... Naja. Wir versuchen es einfach mal so. Ja, wobei wir müssen erstmal den ganzen Weg nach da unten klar machen. Das geht so nicht. Da geht doch nicht. So. Wahrscheinlich zwei Schuss. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, wir haben 45 Schuss oder so. Oder 46 viel eher. Das dürfte eigentlich reichen. Einmal, zweimal. Ob wir den Sturz überleben? Ich glaube nicht. Wir gehen lieber den Standardweg. Ja, diese schnelle Zaubern ist wirklich ein Segen. Ich glaube, das hat uns schon das ein oder andere Mal den Hintern gerettet. So, damit geht's abwärts. Brauchen wir so viel eigentlich an Belastung? Ring des königlichen Soldaten. Ach ja, stimmt, wir wollten ja unter 70 bleiben. Gut, dann brauchen wir die jetzt momentan zumindest mal. So, jetzt hoffen wir, dass diese Mistviecher hier unten warten. Gar keinen Bock haben auf dunkle... Ah, verdammt. Hätte ich mir doch fast schon wieder gedacht. Oh, oh. Ja. Den interessiert es nicht so sonderlich. Na ja, gut. Nicht besonders toll, aber... Das ist das nächste Mistvieh. Jetzt ist natürlich die Frage, wäre das andere vielleicht besser? Leider werden wir es wahrscheinlich erstmal nicht erfahren. So, hauen wir wieder zu. Macht das mehr Schaden, wenn es sich ein bisschen teilt? Die Antwort ist nein. Sah zumindest nicht so aus. Oh, wir könnten mal den, unser Armbrüstchen versuchen. Ja, was ist? So, noch ein Kügelchen. Obwohl, der hat wahrscheinlich der Schlag einfach... Wahrscheinlich hätte er gereicht. Aber ging es da nicht raus irgendwo? Hier gab es noch einen Weg nach... Ja, super. Eine Nachricht wieder. Zum Glück sieht man sie nicht. Aber hier muss man aufpassen, denn hier ist... Ja, man erkennt halt... Okay, man erkennt gar nichts. Hier braucht man unbedingt ein Licht, aber eine Reflexion. Ne, nicht mal daran kann man es erkennen. Ritualband des Nordens. Ist das vielleicht das mit, mehr Zaubers? Wo ist es? Schneller zaubern, schneller wieder bereit. Erhöht Zauberaufladung, aber verringert Trefferpunkte. Was heißt verringert? Halbiert es unsere AP, Quatsch, TP. Wir haben jetzt volle Energie. Wahrscheinlich ist das der Dusk-Kronenring. Nö. Oh, sehr schön. Jetzt haben wir... Okay, jetzt haben wir wirklich einen Arsch voll Munition. Ich will gar nicht wissen, wie viel standardmäßig. Wir gucken mal, wie viel wir hier haben jetzt. 33. Kann man jetzt natürlich nicht mehr gucken. 23 haben wir auf jeden Fall von den Kugeln. Naja. Für den Moment brauchen wir es aber nicht. Das machen wir dann, wenn wir wieder randvoll sind. Lauernder Drache brauchen wir auch nicht. Ja, der war gar nicht mal schlecht. Der gefällt mir eigentlich. Also, da kommen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Ja, unter... Er ist immer halt ein bisschen schwerer unterwegs.
Groß rollen können wir hier sowieso nicht, also was soll's. Edler Knochenstaub, sehr schön. Jetzt sind die, wenn wir das verbrennen gehen, sind die. Oh oh. Oh, schön. Oh. Nicht gut. Hoffentlich hat er keinen Sprung drauf. Finstere Kugel. Ja, die sind ziemlich übel. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den Weg hierher klären bis dahin. Nehmen wir die wieder oder nicht? Ne, ich würde sagen, wir bleiben bei finsterer Kugel. Denn man sieht's schon. Der erste Drecksack. Zack. Das war ein bisschen zu knapp für meine, für mein. Egal. Zu knapp, Punkt. Da rein. Verschlossen. Verschlossen. Wo ist der Schlüssel? Bestimmt unten in den Kammern. Ja, und da unten geht es richtig rund. Man sieht halt leider nichts. Ja, hier hätte ich mal Licht zaubern sollen. Aber hier war, glaube ich, nichts drin. Auf der anderen Seite meine ich auch nicht. Wir schauen trotzdem. Nur mal auf Nummer sicher zu gehen. Das erinnert alles so ein bisschen an die. An die Finster, an die, an den, wie heißt, an den Abgrund, genau, aus dem DLC. Natürlich. Saß noch einer auf dem Boden, man hat ihn nicht gesehen. Nichts lässt sich anklicken. Also hoffe ich mal, dass da keiner mehr sitzt. Gut. Aber irgendwo muss es hier noch einen Schlüssel geben. Ich weiß noch nicht mehr genau wo. In einer von den beiden hinteren vielleicht. Oder wahrscheinlich. Oh shit. Na, zum Glück sind die auch ein bisschen langsamer unterwegs hier in dem. In dem Schnodder. Ob sie jetzt alle auftauchen? Ne, nur eine Seele unten. Wahrheitsverkünder. Wie genau kommen wir hier rein? Oder geht einfach nur die Mitte? Habe ich unten schon geguckt, ob man da. Ist das eine Vorrichtung? Ah ja, genau. Oh. Das soll wahrscheinlich verhindern, dass man einfach durchrennt. Ah, von der Rückseite aus, dass ich dann durch die Mitte nicht mehr durch muss. Ich. Nö. Was? Was für ein Schlüssel soll das dann sein? Ich muss hier auf jeden Fall mal die. Diese komische Butterfliege, die wir haben. Gibt's auch gar nicht. Aber wahrscheinlich kriegen wir das hier von ihr. So, ja, wo ist es? Blabla. Hier haben 12 Stück. Und die bekommen wir. Wir wissen ja, wo wir die farmen können. Bei dem Rattending unten. Da, wo jetzt nur im abwechselnd einer von links, einer von rechts kommt von diesen Sprengtypen. Da können wir das auf jeden Fall farmen, beziehungsweise habe ich ja schon 2, 3 bekommen, einfach nur weil ich dran vorbei musste. Obwohl, es geht jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Das gibt's doch nicht. Wo ist der? Was für ein Schlüssel ist das? Oder ist das hier schimmernder Lebensstein? Ganz sicher nicht.
Wo kommen wir denn überhaupt rein? Keine Ahnung. Also das war es offensichtlich nicht. Und immer noch eine Stunde lang haben wir... Ja, aber ich würde das schon gerne machen. Wo ist das? Moment. Ist das dieser komische... Gibt es den Schlüssel dort, wo die... Wo diese magische Waffe, die ich mal angesprochen habe, war. Oder kommt man davon hier aus gar nicht hin? So, jetzt am besten nicht rollen. Oh, sehr schön, Gegenstand gefunden. Große Seele. Das sind, glaube ich, 3000. Aber ich meine, das sage ich bei jedem, wo irgendwas dran steht. Von daher. Okay, ah doch, da. Ich dachte schon, hä? Das würde ich also. Oh, da. Na, nee, jetzt ist es zu spät. Beim nächsten Runterfahren hole ich das Item, was da liegt. Es sei denn, das ist der Schlüssel. Also fahren wir wieder runter. Hier ist ja hoffentlich noch nichts respawned. Nein? Gut. Und bitte Abmarsch. Abwärts. Denn der Gegner ist relativ flott unterwegs und man kann sich ein bisschen Licht darin verschaffen. Ich glaube auch, die mag dieses Licht nicht so sehr. Blutungsmesser, verdammt. Wo ist das? Und haben wir überhaupt die Möglichkeit? Wo kommen wir denn? Wo können wir denn lang? Da unten ist Ende. Das heißt, der Schlüssel hierzu muss in der Bastille, in der verlorenen Bastille liegen. Wo ist der Zugang? Oh Gott, hoffentlich nicht hinter den Gargoyles. Oh. Ist das möglich? Ist das möglich? So, wir... Letzte Kugel. Jo. Ach was. So, keine Chance. Also Munition habe ich jetzt auf jeden Fall genug. Was war das? 46 Schuss wahrscheinlich, ne? Ja, fünfmal verballert, dann haben wir 46 Schuss, weil einer sofort, hat sofort einen Löffel abgegeben. Wahrscheinlich, weil der in so einer komischen, ja, Erholungsphase wieder mal war. Boden? Nee, das kann nicht sein. So, mach dich weg. Alltägliche Frucht, ja, kennen wir. Oh, da unten ist auch noch was. Ach, das ist der Bereich, oder? Oder nicht, oder was, oder wie, oder wer? Nee, hä? Ah, das ist das andere Gerüst, glaube ich, auf das man von oben aufspringen kann. Ja, dann machen wir doch das. Ist ja. Oh, hinter mir ist auch einer. Jo, ich weiß. Oh, das war aber mehr als haarscharf. Die oben drehen durch. Ja, komm. Ja, nee, ist klar. Ich habe mich einmal irgendwie getroffen. Und ich bin halb tot. Mit einem einzigen Trefferchen. Ist ein bisschen unrealistisch, oder? Ich meine, ich habe die dicke Ritterrüstung an und die haben. Ja, nur ihre Patschepfötchen. Glaube ich nicht. Da kommen wir auf jeden Fall rein. Wir gucken mal, wo es hingeht. Ach ja, da kann man runterspringen, genau. Da liegt nämlich auch noch was. Und da bin ich. Da wir auf der Suche nach irgendwas sind, was hier versteckt ist, wäre das vielleicht ganz günstig. Ah, das ist neben dem Raum, wo wir unseren
super Stab gefunden haben. Naja, wir versuchen es auf gut Glück. Sehr schön, dass nichts drin, was uns frisst oder töten will. Verwelkt erst im Morgenskraut. Naja. Naja, naja, naja. Aber gab es hier nicht noch mehr? Ich meine, hier war ein Weg. Oder bilde ich mir das ein? Oder zumindest eine Tür irgendwie nach in diesen großen Raum. Ich weiß nicht. Ich kann mich mit dieser komischen Mechanik nicht anfreunden. Mit diesem Wände anklicken. Ja, entweder oder, aber dieses. Es könnte beides sein. Das ist doch schwachsinnig. Eine geheime Tür ist eine geheime Tür, da muss es nicht eine geheime Tür plus 1 sein, oder? So. Hier ist ein Vorsprung. Sollen wir damit vielleicht dann darunter mit Schmackes? Oder hier mit Schmackes? Und warum haben wir dann den. Oh, verdammt. Oh, ich verstehe. Wo kam der jetzt her? Oh, wieso ist der hier? Haben wir irgendwie. Habe ich das Gebiet gewechselt oder so? Moment, was? Okay, von hier kamen die nicht. Ach so, die kamen von unten, weil ich die, ich dran vorbeigefahren bin oder so. Ja, der arme Irre hängt immer noch da drüben. Ja, und jetzt sind sie nicht gerespawnt, aber wenn ich beim anderen Feuer spawne, dann. Oder starte, dann. Naja, wurscht. Ja. Ja, komm, wenn ich wage, dann nicht gewinnt, oder? Und wer wagt, der verliert trotzdem. Na, das ist doch mal. Naja, also jetzt Obacht, wir starten dort, wo drei Armbrustschützen auf uns anlegen. Ja, das war ein bisschen dümmlich. Das habe ich unten frei gemacht, aber ich möchte auf jeden Fall den Schlüssel haben. Das. Ohne da reinzugehen, ist ausgeschlossen. Natürlich schießen wir wieder in den Lauf. Wenn man das weiß, kann man es mal ausnutzen. Ne, den Helm ziehe ich bestimmt nicht an. Ich habe jetzt zwischen drei Teile von der Rüstung. Muss mal gucken, ob die vielleicht was taugt. Vielleicht wäre das mal ein Update. Aber da müssen sie schon besser sein als meine Level, weiß nicht, 3, 4 Ritterrüstung. Wir schauen einfach mal. Was haben wir jetzt denn den Helm genau? Oh Gott, sieht das scheiße aus. Gleich und schwerer. Gut, hat sich erledigt. Wie sieht's hiermit aus? Unten links waren die, ne? Königsschwertkämpfer. In allem besser, aber doppelt so schwer. Nö. Oh, jetzt muss ich wieder gegen die ganzen Affen ran. Ach so, wenn ich hier bin, dann befreien sie sich von alleine. Alles klar. Einer ist zwar noch übrig, aber der will wohl nicht. Und mir ist es jetzt ehrlich gesagt auch völlig egal. Oh, ja, jetzt kommt er raus. Lässt sich wohl gern bitten, der Herr, was? Und immer noch 33 Schuss. Wo ein Schuss schon tödlich ist. Das ist echt angenehm. So. Einfach dumm runtergesprungen. Asketenleuchtfeuer, verdammt. Das war also auch nicht das. Rätselslösung. Schön, dass sie eine Nachricht hier hinsetzen, wo doch eigentlich schon das Gegenständchen blinkt, aber gut. Ja, und jetzt? Achso, auf den, oder wie? Erstmal einen Schluck trinken. Nochmal einen Schluck trinken. So, und jetzt keinen Quatsch machen. Läuft. Aber ich meine, hier müssen wir rauskommen. Ich verstehe das gar nicht. Bin relativ.
Naja, sicher. Ich meine. Wo aber ist dieser verfluchte Schlüssel? Moment, aber gerade in dem Raum, wo wir diesen Totenkopfstab, wie heißt der eigentlich? Ich kann wissen, der Knochenstab, genau. Da, wo wir den Knochenstab einst gefunden haben, ging es da nicht noch weiter? Ich meine, ich hätte wieder umgedreht. Und bin den Weg nie weitergegangen. Güterschädel. Naja. Ich sag mal, naja. Oh. Na, hat keinen Bock. Macht nix, morgen hast du bestimmt wieder Bock. Hier gibt's, glaube ich, nur eine Tür. Ja, ein Eingemauerter. Und was sagt die Nachricht? Irgendwas Sinnvolles wie, ich schätze mal, sinnlos oder Traurigkeit oder so. Arme Seele, ja. Ja. Hier unten ging es auch nirgends weiter. Oh. So, Bruno und... Ach komm. So, du hältst dann ruhig. Nee, hier kommen wir auch nicht runter. Das muss dann wahrscheinlich tatsächlich hinter diesen... Oh Mann, das muss dann hinter den verfluchten, na, Gargoyles sein. Der Weg dahin. Und das ist nicht unbedingt lustig. Ach Gott. So, wenn das Hündchen sich mal bequemen würde. Kommen wir zu dem Knochenraum, beziehungsweise Knochenstabraum. Ach komm. Tschüss. Dass die keine Treppen steigen können, finde ich hier schon ein bisschen affig. Aber vielleicht wollen sie es auch einfach nur nicht. Das kann auch sein, wie so ein Raucher. Eine arme Raucherseele. Naja, er hat es zumindest versucht. Ah, jetzt Sattler. Genau hier wollte ich nämlich noch hoch. Oder sind wir hier nicht lang? Ach nee, das führt ja wieder zum Eingang. Verdammt nochmal, wie komme ich da hin? Oh, muss ich jetzt echt nachgucken offline oder was? Offscreen viel eher. Wie kommt man da hin? Ja, natürlich. Gut, das war nicht gut. Das bringt uns nämlich keinen Meter weiter. Und wir kommen auch nicht mehr hoch. Ja, das heißt, wir müssen uns zurück. Zurückbeamen. Ach, Junge, wähl doch den an, als ob so scheiß schwer wäre. So, einmal, zweimal. Das Munition können wir eigentlich auch mal wieder einsammeln oder kaufen, viel eher. Oh, jetzt verfehlt er auf einen Meter Entfernung. Ja, heute noch. Triffst du mal, Junge? Was ist denn das für ein Holzkopf? Jetzt mal wieder ein Schlückchen trinken. Letzte Kugel. Zack. Gut, den Heidenheit vom Anfang haben wir schon. Gott, Heidenheit. Heideritter vom Anfang haben wir schon platt gemacht. Da müssen wir also nicht mehr hin. So, wir warten, bis er runterspringt. In einer ganz besonders coolen Aktion. Ja, komm ran. Zack. So, und das bitte mal auch zum Einstoß bringen. Sturz, genau.
Computer Shuttle. Ja. Keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Oder ist der hier? Nee, warum soll er hier sein? Hier war mal einer mit dem Schlüssel. Ich bin ja wohl nicht draufgegangen dabei. Zack. Handschuh. Jetzt haben wir mal das komplette Set. War hier nicht einer mit dem Schlüssel? Ja, aber das ist dann wohl der falsche. Okay, wir kriegen die nicht auf. Ja, was machen wir jetzt? Hier sind wir wieder am Eingang. Ich fürchte fast. Ja, wir müssen da anders hin. Ne, das bringt nichts. Gut, also muss ich. Ja, werde ich einfach offscreen kurz nachgucken. Mache also mal kurz mit diesem Part ein Päuschen. Na, ich werde eine halbe Stunde voll. Da würde ich sagen, wir pausieren das Ganze, es sei denn, ich. Kann man da hin? Und wenn ja, was bringt's? Da kommen wir bestimmt hin, oder? Oder wie, oder was? Aber was ist denn da? Gab's da irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, das ist nur der Weg hier hoch und hier gibt's wahrscheinlich. Sagt die Nachricht. Hurra für Mut. Ne, auch nur eine Seele und ein Menschenbildchen. Gut, dann laufe ich schon zum Bonn. Zum Lager. Ein Leuchtfeuer fiel hier. Mein Gott. Ich irgendwie. Sind da wieder die Besatzerwochen ausgebrochen, oder was? So, dann werde ich das auf jeden Fall mal nachgucken. Offscreen. So, ja. Und dann. Mal schauen, ob ich nicht den Kampf ein bisschen vereinfachen kann. Wenn das nicht funktioniert, beziehungsweise ja, wenn ich durch die Gargoyles durch muss, würde ich sagen, wir versuchen das dort mal. Ja, viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Ja, also entweder sieht man sich das nächste Mal vor dem, vor der Sünderin, oder wenn ich wirklich die Muße dazu habe, werde ich mich dann ja, mal an den Gargoyles versuchen. Wobei, ein Versuch kann ja wohl nicht wirklich schaden. Vielleicht jedem mal zwei Shotgun-Schüsschen mit diesem Hagel da reinzudrücken. Ja, finsterer Hagel. Der hat ja bisher wahnsinnig gute Dienste geleistet. Ja, die Kugel sowieso. Genial. Und wenn wir wieder agil sind und immer schön weglaufen, genug Ausdauer haben, um ein Schüsschen abzugeben. Ja, dann könnte es nicht haben. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann, oder Schnitt, ja, wir sehen uns im nächsten Part bei einem der Bosskämpfchen.